Ronny Rothe, der singende Stadionsprecher aus Berlin, heißt die beiden Mannschaften von der VSG Altkliniken und Hansa Rostock zum heutigen Testspielnachmittag im Fritz-Lesch-Sportplatz. Willkommen! Regionalliga Nordost gegen dritte Liga Altkliniken. Nach einer mauen Saison in der Regionalliga Ost wurde Trainer Zimmermann entlassen. Er hier rechts beerbt ihn. Carsten Heine, sein erstes Spiel für die VSG. Bei Hansa Rostock steht natürlich er hier im Mittelpunkt. Merville Biancardi. Etliche Zweitligisten sollen Interesse an ihm haben. Unter anderem der Karlsruher SC, Sportdirektor Piekenhagen. Schiebt aber einen Riegel vor, sagt, Biancardi ist unverkäuflich. Wir legen los, sechste Spielminute. VSG Altkliniken mit dem ersten Angriff. Toller Pass auf Ex-Rostocker Christopher Quiring. Legt in die Mitte und das ist tatsächlich passiert. 1:0 durch Christian Skoda für die VSG Altkliniken gegen Hansa Rostock. Für Christopher Quiring, dem Vorlagengeber hier, war es quasi das Ablösespiel, nachdem er letztes Jahr von Hansa Rostock zu Altkliniken gewechselt ist. Hier legt er klasse auf und Union-Legende Torsten Matuschka, Heines Co-Trainer, kann natürlich applaudieren. Dann erstmals der Drittligist, Arschwede, schön gespielt auf Merwell Biancardi. Legt ihn sich natürlich auf den starken rechten Fuß, aber der Schuss ist deutlich verbesserungswürdig. Hansa tat sich extrem schwer gegen Altkliniken. Hier der Fehlpass von Nils Butzen. Christian Skoda spritzt dazwischen, marschiert durchs Mittelfeld, vorbei an Julian Riedel. Und der Schuss, der war nicht schlecht, aber vorbei am Kasten von Alexander Sebald. Dann wieder Hansa-Kapitän Julian Riedel. Doppelpass hier nicht optimal, aber Tanju Öztürk holt sich ihn wieder. Wieder Riedel, wieder Öztürk. Schöner öffnender Pass auf Alschwede. Glück, dass der Gegenspieler ausrutscht. Und Alschwede scheitert an Dan Twarzig im Tor von Altkliniken. Jetzt kam Hansa mal. Biancardi mit der Balleroberung. Flanke nach innen. Und dann ist es wieder Maximilian Alschwede an den Pfosten. Auch Twarzig hatte erneut seine Finger im Spiel. Arschwede, eigentlich Rechtsverteidiger, heute als Rechtsaußen aufgeboten. Zweite Halbzeit, Altkliniken wechselte munter durch. Hansa spielte komplett 90 Minuten durch, denn in der Folge stand noch ein zweiter Test an. Das ist Christian Preis, legt quer, aber der Abschluss erstmal keine Gefahr für Alexander Sebald. Altkliniken trotzdem besser und wacher vor allem. Holten sich die Bälle, Hansa wirkte irgendwie mutlos, ideenlos, wieder Christian Preis. Schön durchgesteckt, quergelegt, zu weit, da kommt Benjamin Förster noch an den Ball. Sebald kommt aber gut aus seinem Kasten raus. Benjamin Förster, auch er, ehemals Chemnitzer, bereits dritte Liga gespielt. Und zweite Halbzeit kam nur Altkliniken. Das ist Christian Preis, völlig frei im Strafraum. 2:0 für den Regionalligisten in der 73. Spielminute. Die Führung auch in der Höhe, hochverdient, Altkliniken viel spritziger, viel wacher, viel mutiger. Hansa wirkte irgendwie platt. Nach 2 Wochen Vorbereitung erstmal Ernüchterung bei Trainer Jens Hertel. Dann gab es aber doch nochmal eine Chance für Hansa im zweiten Durchgang. Das ist Butzen. Pepic steckt durch zu Neuzugang Frederik Lach. Lach mit dem Haken, aber der Abschluss, auch der war nicht gut genug, um Twarzig irgendwie in Bedrohung zu bringen. So siegte Altkliniken am Ende, wie schon gesagt, verdient mit 2:0 gegen Hansa Rostock. Ein guter Auftakt für Carsten Heine bei seinem neuen Arbeitgeber. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.